Es ist eine kleine Sensation für Hannover. Voller Stolz präsentieren die Verantwortlichen im Wilhelm-Busch-Museum am Mittag das wohl berühmteste malerische Werk des Max- und Moritz-Schöpfers. Ein Selbstporträt von 1894, das jahrzehntelang verschollen war. Ersteigert für gut 50.000 Euro. Also wenn ich sage, es ist das berühmteste und bekannteste Selbstporträt von Wilhelm Busch, das, womit die Menschen ihre Vorstellung des Künstlers verbinden, dann sagt das vielleicht schon ein bisschen was aus für die Bedeutung hier. Für uns ist es spektakulär, dass wir das bekommen haben, denn selbst als wir wussten, dass es nun zum Verkauf steht, war ja noch nicht sicher, dass wir es auch schaffen würden, den Erwerb zu tätigen. Also insofern ist es doppelt und dreifach eigentlich sensationell. Wilhelm Busch, ein Universalgenie und ein echter Niedersachse. Denn was vielleicht nicht alle wissen, er wuchs Mitte des 19. Jahrhunderts hier im kleinen Örtchen Wiedensaal im Schaumburger Land auf. Sein Geburtshaus, heute ein Museum. Wir sind jetzt im Schlafzimmer von Wilhelm Buschs Eltern. Diese schliefen hier im Anderthalbschläfer und gleich nebenan als kleiner Junge Wilhelm Busch in seinem eigenen Bett. In diesem Bett schlief Wilhelm Busch die ersten 9 Jahre. Hunderte Originalexponate aus dem Leben von Wilhelm Busch sind hier zu sehen. Ein Mann voller Tatendrang. Tausende Werke stammen von ihm, am berühmtesten natürlich immer noch Max und Moritz. Und dabei flossen scheinbar doch auch ein paar eigene Kindheitserinnerungen mit ein. Ganz wie Max und Moritz wird Wilhelm Busch sich als Privatschüler nicht verhalten haben. Aber er hat einen Streich gemacht, da stopfte er Schießpulver in einen alten Schlüssel. Außerhalb des Dorfes hat er ihn angezündet und es gab einen lauten Knall, ganz wie den Saal soll ihn gehört haben. Sein Vater später hat auch ordentlich ein Wort dazu gesagt. Auch alle Illustrationen stammen von ihm selbst. Wilhelm Busch gilt sogar als Erfinder des Comics. Ein Leben lang strebte er aber auch niederländischen Großmeistern wie Rembrandt nach. Nur richtig zufrieden war er nie. Wilhelm Busch wollte Maler werden. Er hat 3-mal angefangen, Kunst zu studieren. Abgeschlossen hat er sein Studium nie. Er hat über 1000 Werke gemalt. Bekannt sind die aber alle erst nach seinem Tod geworden. Wilhelm Busch war sehr selbstkritisch mit sich und seinem malerischen Werk und hat deshalb die Bilder niemals öffentlich gezeigt. Nun hängt auch sein wohl berühmtestes malerisches Werk doch noch im Museum. Eine späte Genugtuung. Manche Vorurteile halten sich eben lange und so kann man eigentlich fast immer noch bis heute lesen, der unbekannte Busch, wenn von dem Maler und Zeichner nach der Natur die Rede ist. Aber tatsächlich können wir einfach sagen, die vielen Menschen, die hierher kommen und das Werk sehen, tragen das natürlich auch weiter. Und wenn die Corona-Auflagen es zulassen, dann können alle Besucher auch schon ab nächster Woche Freitag das neue Kunstwerk im Wilhelm-Busch-Museum Hannover bestaunen und sich selbst ein Bild machen von dem Universalgenie und echten Niedersachsen.